So, meine Lieben, willkommen zurück bei Let's Play Jade Cocoon. Ich hoffe, dass jetzt meine Stimme ein bisschen lauter ist als die ersten drei Aufnahmen. Ich mache sicherheitshalber nochmal einen Sicherheitsspielstand. Falls dem nicht sein sollte, damit ich nicht den ganzen Mist nochmal spielen muss. So. Gut. Guy hatte ja gesagt, wir sollen mit Mabu reden. Machen wir das jetzt auch mal. Du wirst also jetzt in den Wald gehen? Ich weiß nicht warum, aber ich bin darüber etwas betrübt. Doch wenn es hart auf hart geht, kannst du immer noch den Ohrring des Jägers benutzen, um sicher heimzukommen. Also das heißt, wir haben ja diesen Ohrring erhalten, ne? Status-Items nutzen. Obwohl, wertvoll ist, war das. Damit können wir zum Barrierentor wieder zurückkehren, wie wir wollen. Aber irgendwann nach der Hatz, glaube ich, weiß bloß nicht welchen. Wer hast du noch irgendwas zu sagen? Na komm. Ich tat also diesen Schritt und hab dich geheiratet, ja? Du solltest jetzt besser gut auf mich aufpassen. Ach komm, ich mach nur Spaß. Es ist ein seltsames Gefühl, nicht wahr? Ich glaube, die Dinge könnten schon bald ziemlich ernst werden, was? Sei vorsichtig da draußen. Noch irgendwas zu sagen? Du wirst also jetzt in den Wald gehen? Ich weiß... Oh. Das haben wir schon gehört. Es hast uns nichts zu sagen. Nun gut. Warte einen Augenblick. Hier. Diesen Ring hier habe ich vom Oberhaupt der Nagi erhalten, als ich geboren wurde. Er bedeutet mir viel. Ich hätte ihn dir schon eher geben sollen, aber es war mir so peinlich. Wenn ich diesen Ring trage, fühle ich eine große Zufriedenheit. Ich hoffe, er wird auch dir helfen. Und pass gut darauf auf, ja? Tränenries erhalten. Oder wer Ries? Oh, es ist eigentlich nichts, aber ich werde an dich denken. Lieber Nikto. Ja, ja, ja. Ich bin der Lahm, ich bin der Held, der nicht sprechen kann. Ich bin stumm. Schmiedladen. Jetzt haben wir drei neue Gebäude, in denen wir hingehen können. Nee, 4, 5. Cool. Erstmal zum Haus des Dorfoberen. Mal sehen, was da gibt. Da war ich aber noch nie drin. Werde ich dann sehen, wenn ich dann das hier schneide, ob die meine Stimme besser zu verstehen ist. Das sind anscheinend all diese Kranken, die von dem Onibubu-Staub befallen sind und nicht mal aufwachen. Das sagt sie uns, glaube ich, auch. Na komm, red mit mir. Alte Frau. Tao. Ich nehme dann irgendwie den Namen. Ich leiste Beistand für jene, die wegen der Onibubu eingeschlummert sind. Eingeschlummert. Okay. Er hast also nicht zu sagen, du 0815 NPC. Also okay, sonst gibt's ja nichts. Dass man aufhält, die Wand läuft so komisch. Ist mir schon die ganze Zeit beim Spielen aufgefangen. Aber naja. Was soll man erwarten? Das ist ein Spiel von 2000 oder 1999, Hölle. Ich weiß nicht, ob ich noch auf den zweiten Teil des Let's Playen werde. Der ist nicht so schön wie der erste. Würde ich sagen, gehen wir mal zum Laden. Ja, hingehen. Was für Schwachausgabe? Nee. Oh meine Güte, wie nett. Es ist schon sehr lange her, seit wir einen Kokonmeister hier hatten. Lass mich wissen, wenn du irgendetwas Bestimmtes brauchst. Kaufen, auf Wiedersehen sagen. Kaufen. Oh, Levan kann auf Wiedersehen sagen, ne? 200 Jahren. Krugwurz. 3 vorhanden, Schablikör. Also ich erkläre mal zu den einzelnen Sachen. Krugwurz. Ja, da steht's eigentlich. Aber Krugwurz halt uns, also den Levan. Und Schablikör ist für die Diener. Dass wir den später sehen, wie das auf sich hat. Und beide Ampulver ist für Gegengift.
sagen würde ich erstmal 2 Krugkurs kaufen. Ey. So, und Baldrian-Pulver 2 Stück. So. Schallblöcke kriegen wir, glaube ich, später noch genug. Verkauf, können wir nichts verkaufen. Wohin ist mein Junge? Ist bloß gegangen. Vielleicht ist er den Bäckersängern auf dem Dorf wer zuhören gegangen. Das interessiert mich ja nicht null. Wir verlassen rückwärts das Gebäude und gucken mal beim Schmied vorbei. Ob der irgendwelche interessanten Waffen hat, die ich mir leisten kann. Ich glaube, er hat auch Schwachausgabe. Ja, Jako. Oder Chai. Ja, Jako. Ah? Was gibt's? Wenn du auf der Suche nach Kelmer bist, der ist nicht hier. Das ist wirklich großartig. Wohin mag er jetzt wieder gelaufen sein? Komm ein andermal wieder, wenn du eine starke Waffe haben willst. Mhm. Es ist so lange her, seit ich eine Waffe für einen Kokonmeister hergestellt habe. Aber auch wenn du eine hättest, wüsstest du, wie man sie benutzt? Also wirklich, er ist so unfreundlich. Entschuldige, Levant. Seine Hände sind geschickt, aber seine Zunge nicht. Unser Sohn wird mit einem solchen Vater wie dir niemals eine gute Frau finden. Sie sind beide so starrköpfig. Hörst du mir etwa jemals zu? Du, guckst ihn noch nicht beim Reden an. Du guckst mich an. Naja. Seidenspinnerei, Wachturm. Geh mal zum Friedhof. Da kommen wir ab und zu hin und Geschichten lauschen. Warum auf dem Friedhof ist mir schleierhaft. Aber wir müssen da hinten hin, da sieht man schon den Typen, der da sitzt. Der sich ja deutlich vom Hintergrund abhebt. Der Typ hier. Na komm. Oh, Levant, sprich ihn an. Mann. Na, jetzt. Meine Güte, bist du gewachsen. Potto. Diese Kleider stehen dir gut. Du siehst genau wie Ricketts aus, als er ein junger Bursche war. Was ich gern, möchtest du eine meiner Geschichten hören? Die Legende von Alkana. Das ist inzwischen so kein Zeit, ich erstmal meine Klappe. Dies ist ein Märchen aus dem Königreich Gehenna Pale, welches sich vor langer Zeit über dieses Land erstreckte. Es begab sich einmal, dass Prinz Menek, Sohn des König Karis, mit seinem Vasallen hinaus in den Wald ging, um zu jagen. Doch im Wald wurden sie von einem dichten Nebel eingehüllt und der Prinz kam vom Wege ab und verirrte sich. Als er so ziellos dahin wanderte, kam er auf einmal zu einem Sumpf, in welchem ein riesiger Baum wuchs. Dann hörte es sich an, als ob jemand weinte. Aber er wusste nicht, woher das Geräusch kam. Er fand ein Mädchen, das ganz allein dort saß. Sie weinte dort am Sumpfe. Ich bin Alkana. Ich habe gerade meine Mutter dort begraben im Sumpf von Uban, sagte sie. Und dann sah sie zum Prinzen auf. Er war von ihren wunderschönen Augen hingerissen. An diesem Tage verlor er sein Herz an das Mädchen. Das war wahrlich eine schicksalhafte Begegnung. Danach machte der Prinz häufig Ausflüge in den Wald. Ohne Zweifel stattete er dem Mädchen Besuche ab. Das Mädchen hatte eine seltsame Gabe. Sie konnte mit den Insekten und den Bäumen sprechen. Es dauerte nicht lange, bis furchtbare Gerüchte verbreitet wurden. Der Prinz hätte sein Herz an eine Hexe verloren. Eines Tages spann das Mädchen Seide aus Feenkokons und wob sie zu einem schönen Tuch für den König. Doch der Glanz dieses Tuches warf einen Schatten auf das Königreich. Der König war dermaßen begeistert von der Feenseide, dass er seine Soldaten in den Wald aussandte, wo sie Feenkokons plünderten.
Die Feen, die noch in ihren Kokons waren, wurden lebendig gekocht. Der König ließ sie töten, damit er ihre Seide erlangen konnte. Der Prinz flehte seinen Vater an, diese Grausamkeit zu unterlassen, doch der König war nicht mehr derselbe Mann, der er einst gewesen war. Prinz Menek wurde wegen Verrats angeklagt und im tiefsten Verlies des Königs gefangen gehalten. Man hörte nie wieder von ihm. Als das Mädchen vom Tode des Prinzen erfuhr, verfluchte sie ihr Schicksal und beklagte die Dummheit der Menschen. Alsdann warf sie sich in den Sumpf, in welchem ihre Mutter lag. Als sie gerade unterging, flüsterte eine Stimme aus dem Nichts ihr zu: Ich bin Elrim. Ich werde dir einen Wunsch gewähren. Sag mir, was du möchtest, sprach die Stimme. Das Mädchen erzählte Elrim von allem, was auf ihrem Herzen lastete. Das Mädchen sagte: Gier trägt zerstörerisches Wissen in sich. Ihre böse Macht soll das Ende des Waldes sein. Alle Hoffnung ist dahin. Die weisen Bestien werden niemals wieder in Frieden mit dem Walde leben. Der einzige Hoffnungsschimmer, der, den ich so liebte, ist durch die Hand der Bestien verschwunden. Jetzt gehe ich dahin, wo meine liebe Menek erwartet. Daraufhin sprach Elrim erneut: Du behauptest also, dass eure wahre Liebe durch die Gier und den Hass der weisen Bestien auseinandergerissen wurde? Wenn das Licht von der Dunkelheit verschluckt ist, werde ich Verderben über das Land kommen lassen und alles in das Nichts zurückführen, aus dem es einst kam. Ich halte die Dunkelheit in deinem Herzen gut fest. Diesem Tage an erschienen Dämonen im Wald, die alles in Schrecken versetzten, das ihnen begegnete. Und das Königreich Gehenna-Pal ging zugrunde, nach dem Einfall von Onibubu-Schwärmen, der Heuschreckenplage. Die Dämonen, die jetzt im Walde spuken, sind die Geschöpfe, die die Gier in den Herzen der Menschen hervorbrachte. Ja. Das war das Ende der Geschichte. Ich weiß, du hast viel zu tun, doch komm wieder, wenn du magst. Ich werde immer hier sein. So, vorläufig hat er erstmal keine neue Geschichte zu erzählen, aber ich mag das irgendwie, die Geschichten von ihm. Die machen ein bisschen Hintergrundwissen zu der Story und werden auch richtig schön erzählt, finde ich, von ihm. Der Synchronsprecher macht das richtig gut. Als ob die Synchronisation von dem Spiel überhaupt nicht gut wäre. Finde ich jedenfalls. Gut, dann gehen wir mal zum Dorfplatz. Da gibt's auch... Ups, das falsche Tastatur, sorry. Da gibt's auch so ein, drei, zwei NPCs, mit denen reden können. Zwei Stück besser gesagt nur. Dieser Bengelsänger. Ein bisschen komisch aussehen. Ihr sind Bänkelsänger auf der Reise von Dorf zu Dorf. Gekommen, um heute auf dem Fest fröhliche Lieder zu singen. Aber es ist etwas so Schreckliches passiert. Wir werden dieses Dorf nicht verlassen, so wie die Dinge jetzt stehen. Wir werden hier bleiben, bis die Schwierigkeiten beigelegt sind. Wie kannst du so etwas sagen? Ich werde nicht hier bleiben und mit ihnen sterben. So wie du angezogen bist, musst du Anke Kongmeister sein. Also er meinte Sivand. Wie kommt das? Ist hier nicht der Löwe von Parel, der Kokonmeister? Die Gerüchte sind also wahr. Nun denn, eine Menge Leute zählen auf dich, nicht wahr? Aber du bist doch noch so jung, oder? Okay, mehr hat er auch nicht zu sagen. Und wichtige NPCs, die nicht allzu viel zu sagen haben. Da würde ich jetzt sagen, gehen wir zum Wachturm, da müssen wir nämlich hin. Und... Dingsbeziehungsweise denn eben hier den Schlüssel abzuluxen, Louis. Ich habe gehört, was Mutter Garay sagte. Aber mir gefällt das alles nicht. Ich meine, gerade du von allen Leuten? Nur weil Rikets dein Papa ist?